Wenn man über Landwirtschaft spricht, dann spricht man natürlich auch von Agrarpolitik, von der Umsetzung. Auf EU-Ebene ist ja das bei uns geregelt, die Umsetzung von Förderungen, die Umsetzungen von Programmen im Agrarbereich, die natürlich dann in den Ländern wie Österreich umgesetzt werden muss. Und die sind effizient, schnell und transparent. Wie kann ich die Landwirte, den Landwirt optimal abholen, dabei, was seine Aufgaben sind, ihn optimal zu unterstützen mit den Informationen, die er braucht, sowohl für die Entwicklung seines Betriebes als auch für sein tägliches Tun. Wenn Sie sich vorstellen, die Digitalisierung ruft viel Unsicherheit hervor und man kann sich, oder der Landwirt, die Landwirtin kann sich oft nicht etwas den Nutzen darunter vorstellen. Durch die Innovation Farm versuchen wir, neue Technologien zu erläutern, zu demonstrieren, neue Entwicklungen aufzuzeigen und damit diese der Landwirtschaft besser verständlich zu machen. Ja, ich bin überzeugt, dass die Menschen nicht Angst vor Digitalisierung haben, aber sie haben Angst vor schlechten und vor komplexen Umsetzungsmethoden. Ja. Wenn man ihnen das System möglichst einfach und unter Umständen, oder wenn es geht, selbsterklärend macht, ja, dann wird es auch angenommen. Das ist natürlich für uns eine große Herausforderung und das sehen wir immer im tagtäglichen Verlauf, dass das einmal besser gelingt, einmal weniger, aber wir lernen stetig und versuchen einfach das Bessere dann weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir zwei große Themen in unserer Branche. Das eine ist Spurführung, Autoguide. Das heißt, der Traktor fährt selbstständig auf dem Feld. Und das zweite ist sicher das Thema Telemetrie. Jetzt machen wir Service nach 600 Betriebsstunden. In Zukunft, denke ich, mit Telemetrie können wir das Service abstimmen, je nachdem, welche Leistung wir dem Gerät abverlangt haben. Auch ein wesentlicher Punkt mit Telemetrie ist vor allem für Unternehmer gegeben, dass er hier jederzeit nachvollziehen kann, welche Arbeit an welchem Punkt gemacht hat. Ja, ich finde gerade das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft so interessant, weil so viele verschiedene Usergruppen beteiligt sind in ganz unterschiedlichen Umgebungen. Hier kann für alle Stakeholder wirklich ein Mehrwert geschaffen werden durch eine gute User Experience, vorausgesetzt, dass man alle Stakeholder wirklich direkt ins Projekt einbindet von Anfang an, um genau zu wissen, was sie brauchen.